إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Im Namen Allahs, dem Lobpreisgebührte Allah subhanahu wa ta'ala, und Segen und der Segen und der Frieden sein auf den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Familie und seine Gefährten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Gewiss Allah und seine Engel sprechen den Segen und den Frieden auf den über den Propheten. O die ihr glaubt, sprecht den Segen über ihn und begrüßt ihn mit gehörigem Gruß. Möge Allah uns beschützen, möge Allah uns ins Paradies eintreten lassen, möge Allah uns unsere guten Taten annehmen und unsere üble Taten vergeben. Liebe Brüder, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Also wir sind erschaffen worden, um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Unsere Hauptaufgabe in dieser Dunya, in dieser Zeit, ist Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen, wie Allah subhanahu wa ta'ala das möchte und will. Nicht wie wir möchten oder wollen. Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen, wie Allah subhanahu wa ta'ala das vorgeschrieben hat. Nicht nach unserer Lust und Laune. Wir wissen alle, dass alle Taten, die wir zu Allah subhanahu wa ta'ala entgegenbringen und von denen wir uns erhoffen, dass sie uns in diese Dunya, in diesseits und im Akhirah Erfolg bringen. Alle Taten haben Bedingungen, die Allah subhanahu wa ta'ala festgelegt hat. Und diese Bedingung hat Allah subhanahu wa ta'ala festgelegt und sie zu erfüllen für jeden Muslim und die Muslime ist bindend. Damit Allah subhanahu wa ta'ala den Tag akzeptiert und annimmt. Zu den Handlungen eines Muslim gehören zum Beispiel das Gebet, das Fasten, Armensteuer, Zakat, und billiger Fahrt nach Makka, Hajj. Und damit die alle Taten gültig ist und akzeptiert werden von Allah subhanahu wa ta'ala, müssen zuerst Grundvoraussetzungen erfüllt. Beispiel dafür das Gebet. Damit das Gebet gültig und akzeptiert bei Allah subhanahu wa ta'ala wird, müssen erstmal Bedingungen erfüllt werden. Die Gelehrten erwähnen 9 Bedingungen für das Gebet. Die sind Islam, klaren Verstand, Reife, rituelle Reinigung, Wudu, Entfernung vom Schmutz, Bedeckung der Aura, Eintreten der Gebetszeit,
sich nach Makka richten, Richtung Qibla, und der Absicht. Bevor ich mit dem Gebet anfange, muss ich diese Bedingung erstmal erfüllt werden. Angenommen, jemand, der Mittagsgebet ohne Wudu verrichtet, das wäre für ihn nicht akzeptiert, nicht gültig. Er muss nach einem vollgezogenen Wudu das Gebet wiederholen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُنْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا. O, die ihr Iman besitzt. Allah spricht die Muslime, die Iman haben, an und sagt, wenn ihr zum Gebet hintretet, wascht euer Gesicht und eure Hände bis zum Ellbogen und fahrt euch über den Kopf und wascht eure Füße bis zum Knöchel. Und wenn ihr im Zustande der Unreinheit seid, reinigt euch durch ein Bad. Also, das ist eine Bedingung, damit ich bete, erstmal Wudu machen oder große Waschung machen. Oder zum Beispiel, wenn jemand das morgens Gebet Abend verrichtet. Das wird auch nicht gültig, wird von Allah subhanahu wa ta'ala nicht akzeptiert. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Zeiten vorgeschrieben für unser Gebet. Und sagt er in Surat al-Nisa, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Wahrlich, das Gebet ist den Mu'minin zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben. Also eine Regel, die in unserem Kopf festsetzen muss, dass Allah subhanahu wa ta'ala nimmt nur Taten an, wenn die für sie vorgesehene Bedingungen erfüllt sind. Das ist eine Regel. Wurde auch nur eine Bedingung ausgelassen. Vor Gebet habe ich erwähnt, 9 Bedingungen. Werde nur eine davon ausgelassen, werde die Tat auch nicht akzeptiert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lernte uns die 5 wichtigsten Pflichten im Leben eines Muslims. Und das ist die 5 Säule des Islam. Glaubenskenntnis, Shahada, das Gebet, Salat, das Fasten, Saum, Abendsteuer, Zakat und billiger Fahrt nach Makka. Und die Reihenfolge ist auch wichtig bei uns im Islam. Also die Shahada ist die gewaltigste und die wichtigste Säule des Islam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Diener und der Gesandte Allah ist. Die Shahada, die erste Säule, die einen überhaupt erst zum Islam macht, zum Muslim macht. Es ist aber leider so, bei vielen Menschen im Kopf festgesetzt, dass alle Säulen des Islams und alle Formen von Ibadah Bedingungen haben, außer das wichtigste Säule unseres Glaubensbekenntnisses. Obwohl es eigentlich, wenn man sich mit dem Islam auseinandersetzt, merkt sofort, dass die Wahrheit ist ganz anders als das. Weil Allah subhanahu wa ta'ala nimmt und akzeptiert
diese wichtige Ibadah nur, wenn die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind. Die Gelehrten erwähnten sieben Bedingungen für La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Die kann man nicht in einem Vortrag die alle klären oder darüber reden. Ich sage dir nur kurz die sieben Bedingungen, damit die La ilaha illallah Muhammad Rasulullah bei Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert werden. Das erste, das Wissen. Al-Ilm. Ilm über die, mindestens über die Grundlage des Islams. Zweitens, die Gewissheit. Al-Yaqin. Ohne Zweifel an Allah subhanahu wa ta'ala und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Drittens, die Akzeptanz. Al-Qabul. Und dass man nicht so hochmütig ist, um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Viertens, dem Dien, dem Religion, Islam zu folgen. Zu folgen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat und zu vermeiden, was Allah subhanahu wa ta'ala uns verboten hat. Und nicht zu sagen, ja, ich weiß, der Islam ist wahr und alles, was im Islam richtig ist, aber ich folge das nicht. Fünftens, die Ähnlichkeit. Sitt mit Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man mit Allah subhanahu wa ta'ala ernst meint. Es gibt die Geschichte von Umar radiallahu anhu, als er mit dem Prophet sallallahu alaihi wa sallam ging und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam fragte ihn, wie ist dein Iman? Umar antwortete, mein Iman ist gut. So sallallahu alaihi wa sallam fragte ihn, liebst du mich? Wie liebst du mich? Antwortete Umar radiallahu anhu, ich liebe Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mehr als meine Familie, mehr als mein Vermögen. Dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, liebst du mich mehr als dich selbst? Umar radiallahu anhu war sadr. Mit sich und Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Ehrlichkeit von Umar radiallahu anhu. Er sagte nein. Mehr als alles andere, aber als mich nicht. Sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, bist noch nicht vollständig Mu'min. Nur vor kurzer Zeit, und dann sagt Umar radiallahu anhu, ich liebe dich mehr als mich selbst. Fragte Abdullah ibn Umar, sein Vater, warum so in kurzer Zeit? Gibst du andere Antwort? Umar radiallahu anhu sagt, ich habe die Rechnungstag, Yawm al-Qiyamah, vorgestellt. Wem brauche ich mehr? Mich selbst oder den Prophet sallallahu alaihi wa sallam? In dem Moment war der Prophet sallallahu alaihi wa sallam lieber für Umar als sich selbst. Also diese Sitte mit Allah subhanahu wa ta'ala. Sechsten, die Aufrichtigkeit, Al-Ikhlas. Dass man nur Allah anbetet und sonst niemand. Die siebte Bedingung, die Liebe, Al-Mahabba zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala und den Islam liebt. Und wir müssen daran glauben, wer Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr als alles andere liebt, ist kein Muslim. Wie ich sagte, die Bedingung, jede Bedingung muss man verstehen, damit man richtig umsetzen kann.
Ich möchte nur heute über die Bedeutung von La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und womit eigentlich, oder was ist damit gemeint, wenn ich sage, La ilaha illallah. Die Bedeutung, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Es bedeutet, ich bestätige mit meiner Zunge und ich glaube mit meinem Herz, dass derjenige, der wirklich angebetet wird, allein Allah subhanahu wa ta'ala. Allein Allah subhanahu wa ta'ala. Also ich mache zwei Sachen. Ich spreche es aus mit meiner Zunge und ich glaube in meinem Herz. Das, was ich ausspreche, das sehen die Leute um mich, mein Umfeld. Ich werde bekannt als Muslim, wenn ich La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sage. Aber was im Herz steht, das sieht Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. So steht durch Wissen fest. Durch Wissen, das erste Bedingung von La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wissen. Dass es gewiss keinen Gott gibt außer Allah. Also damit ich La ilaha illallah sage, muss ich Wissen dafür haben. Genauso die Bedeutung von Muhammad Rasulullah. Ich bestätige mit meiner Zunge und ich glaube in meinem Herz, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der Diener und der Gesandte Allah und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn gesandt hat, damit er die Menschen aus der Dunkelheit ins Licht zu bringen, aus dem Unglauben und Unwissen an Wissen und Glauben zu bringen. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ich meine damit die Gütlichkeit gegenüber irgendwas oder irgendjemand, als Allah zu leugnen und sie vor Allah subhanahu wa ta'ala zu bestätigen und die Botschaft von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anzuerkennen. Wie wichtig ist das eigentlich, dass ich verstehe, dass La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Das Beste von dem, was ich und die Propheten vor mir gesagt haben, ist, dass es keinen Gott gibt außer Gott, Allah allein, der keinen Partner hat, keinen Partner hat. Und im Hadith von Usman radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. Wer immer stirbt, während er weiß, wieder wissen. لا إله إلا الله werde das Paradies betreten. Also ein Grund oder eine Bedingung, das Wissen. Und hier muss man kurz stehen und nachdenken. Ein weiser Mensch, der Verstand hat, der nachdenkt, sollte oft so erwähnen, dieses Wort, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, bis seine Bedeutung in seinem Fleisch und Blut vermischt werden. Mit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah lebt ein
sitzen im Leben. Damit ist auch gemeint, dass wir alles glauben, was Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch, im Koran, oder durch Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, gesagt oder getan hat. Als Gläubige muss alles, was in Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Surah Nisa, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Und wer nicht wahrhaftiger als Allah subhanahu wa ta'ala in der Aussage. Gleich im Surah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Und wer ist wahrhaftiger als Allah in seinem Wort. Durch La ilaha illallah Muhammad Rasulullah werden wir ablehnen jedes Glaubens und jede Methode außer dem Islam. Wir glauben, dass Islam die Religion die Wahrheit ist und alle anderen Religionen sind falsch und gut. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Gewiss, die Religion ist bei Allah subhanahu wa ta'ala der Islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt, so wird es von ihm nicht angenommen werden. Und im Jenseits werde er zu den Verlierern gehören. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Damit ist gemeint, dass wir gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Prophet. In allen Aspekten des Lebens. Nicht, dass ich etwas nehme und etwas lasse. Ein Gläubiger strebt sich bei jeder Benehmung, bei jeder Handlung, dass seine Benehmung und seine Handlung übereinstimmt mit dem, was im Koran und was im Sunnah von Prophet sallallahu alaihi wasallam geht. Egal was ich tue, muss ich erst mal gucken, kommt das unter Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala? Unter was Allah subhanahu wa ta'ala mir erlaubt hat oder nicht. Diese Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Wer Allah und dem Gesandten gehört, die werden mit denjenigen vom Propheten, dem Wahrheitsliebenden und dem Rechtschaffenden zusammen sein. Dass wir durch Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten zu diesem Gruppe gehören. Mit denen auch im Paradies, in gleicher Stufe, gehören. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Kullu ummati yadkhulun al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulallah. Qala man ata'ani, dakhal al-jannah wa man asani faqad aba. Der Prophet sagte, meine ganze Umma wird das Paradies betreten, außer denen, die sich weigern. Gibt es jemanden, der weigert, ins Paradies zu kommen oder zu gehen? Es wurde gesagt, wer wird sich weigern, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer auch immer mir gehorcht, werde das Paradies betreten und wer mir nicht gehorcht, hat sich geweigert.
Also das ist in unserer Hände. Aber die Frage, ist das leicht zu machen? Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir ins Paradies kommen wollen, wenn wir zu dieser Gruppe gehören wollen, es ist nicht einfach. Yusuf alayhi salam sagte: وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Es gibt einen Stein vor uns. Die steht vor uns, hindert uns, den Weg, den richtigen Weg zu gehen. Und das ist unsere Nafs. Yusuf alayhi salam. Yusuf, Sohn von Jakob, Sohn von Ishaq, Sohn von Ibrahim. Die sind da alle Propheten. Und er sagte: Und ich breche mich nicht selbst frei. Die Seele gebietet für mich zwar mit Nachdruck das Böse. Meine Seele führt mich zur bösen Tat, üble Tat. Sie führt mich ganz weit weg vom richtigen Weg. Außer, dass mein Herr sich erbarmt. Mein Herr ist allvergebende und Barmherzigkeit. Also das Jihad al-Nafs, das größte Jihad, dass man mit seinem Nafs Jihad macht. Er zwingt, dass diese Nafs zum richtigen Weg geht, zum richtigen von Allah subhanahu wa ta'ala geht. Allein geht sie nicht. Nur Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Mit Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala erreicht man das. Wenn La ilaha illallah Muhammad Rasulullah stark im Herz ist, wenn unsere Herzen viel oder erfüllt mit Glaube, führte das, dass unsere Glieder rechtschaffene Taten bringen. Allah Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Inna fil jasad mudgha iza saluhat saluha al jasad kullu wa iza fasada fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Da ist ein Stück Fleisch im Körper. Wenn es gesund ist, ist der ganze Körper gesund. Wenn es verdorben ist, ist der ganze Körper verdorben. Und es ist das Herz. Das muss heil sein, wo Allah subhanahu wa ta'ala guckt. Allah guckt uns nicht von außen. Wie ich aussehe oder wie ich anziehe. Allah subhanahu wa ta'ala guckt unser Herz, was drin steckt. Nicht wie ich bete oder ja, habe ich 3-4 Mal Hedge gemacht. Und die Leute sagen: Mashallah, der betet viel, der ist ein guter Mensch. Aber was da drin steckt, das kennt keiner außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعملون. Wenn ich La ilaha illallah Muhammad Rasulullah in mein Leben umsetze, und in eine Sünde falle, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns gezeigt in diesem Vers, wie sollen wir dann handeln bei einer Sünde? Sofort zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Beeilen und die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala zu bitten. Und denjenigen, die, wenn sie eine
Abscheulichkeit begannen oder sich selbst Unrecht zugefügt haben, Allahs Gedanken, Zakarullah, und dann von ihr Sünden um Vergebung bitten. Und wer sollte die Sünden vergeben, außer Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala das Glaubensbekenntnis mit ihren Bedingungen erfüllen und durchsetzen, erreichen wir, dass wir eine Umma, die Al-Amr bin Ma'ruf und Nahi an al-Munkar durchsetzen im Leben. Abu Bakr radiallahu anhu hat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah richtig verstanden. Nachdem er das ausgesprochen hat, wusste genau, dass am Ende wir zum Religion Allah subhanahu wa ta'ala rufen sollen. Sofort startet Abu Bakr radiallahu an und er hat 6 von den 10, die Allah subhanahu wa ta'ala denen das Paradies versprochen hat, zum Islam eingeladen. Und das sollte auch unsere Aufgabe in dieser Dunya, dass wir andere Menschen zum Religion einladen. Wir müssen gut denken und erkennen, enorm Wichtigkeit dieser Angelegenheit, dass wir noch im Leben sind, dass wir in diese Seite für unsere Jenseits versorgen. Die Zeit ist kurz im Leben, wir sollen das nutzen, damit wir am Ende vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und da haben was Gutes getan, Gutes gemacht. Für uns selbst, für unsere Familie, für unsere Umma. Und das fängt erst an, mit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah zu verstehen, zu praktizieren, durchzusetzen, dass wir inshallah ins Paradies landen. Ich sage das, und wenn ich heute was Gutes gesagt habe, dann ist das von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich was Falsches gesagt habe oder was nicht richtig gesagt habe, dann ist das von mir und von der Teufel. Subhanahu Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.